ADHS, sage ich, ist ein Segen. Wie komme ich dazu, sowas einfach zu behaupten? Das hängt damit zusammen, dass wir in unserer bisher machtstimulierten Gesellschaft einfach zu Ende sind. Dass es jetzt was auf etwas Neues ankommt, dass wir diese reine Macht-Auseinandersetzung in eine kreative Auseinandersetzung füreinander, miteinander, in der ganzen Vielfalt des Lebens neu gestalten. Bisher ist es so gewesen, dass es so eine sogenannte Diagnosenliste gibt, mit der gesagt wird, ADHS mit sogenannten Komorbiditäten, das heißt mit oppositionellen Störungen, mit Persönlichkeitsstörungen, mit bipolarer Störung, mit Leistungsstörungen, Leserechtschreibschwächen, Rechenschwächen und allen möglichen Diagnosen und Eigenheiten. Für mich sind es Eigenheiten, die wir eigentlich dankbar annehmen müssten, weil sie uns zwingen, anders in unserem Leben als mit dem Ganzen immer wieder vorgeschriebenen, immer wieder wiederholenden, im eigentlich langweiligen Weg zurechtzukommen. Es ist natürlich wichtig zu bemerken, dass diese Eigenheiten sind, mit denen wir geboren werden. Dass sie sich negativ auswachsen, liegt daran, dass die Umwelt nicht gewillt ist, diese Eigenheiten als Eigenheiten und Besonderheiten dieser einzelnen Persönlichkeiten, und vor allen Dingen beginnt das schon im Kindesalter, dieser einzelnen Kinderpersönlichkeiten anzunehmen. Dabei sind die Kinder mit diesen, schon die Zweijährigen mit ihren Forderungen an uns, uns etwas anderes auszudenken als immer nur, nein, das darfst du nicht, das kannst du nicht, und so bist du nicht richtig, zu sagen, stattdessen eben tatsächlich hinzuschauen, zu bewundern die Kinder und ja, ein bisschen behilflich zu sein, dass sie Erfahrungen sammeln können. Aber die Erfahrungen müssen die Kinder selbst machen. Dabei kann man sich ruhig ein paar Beulen holen. Dabei kann man ruhig irgendwo anstoßen. Dabei kann man auch ruhig irgendwo frustriert sein. Frustration und Auseinandersetzung bringen Lernen. Und wenn die Kinder Lösungen dafür finden, und ich kann Ihnen garantieren, diese Kinder finden Lösungen, da kann man als Erwachsener nur noch von lernen. Diese Lösungen praktisch, wenn die Kinder diese Lösungen gefunden haben und ihnen in die Augen schauen, leuchtend, dann können sie eigentlich nur stolz sein und froh sein, ein solches ungewöhnliches Kind zu haben, das sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Es kann sein, dass es auch weiterhin irgendwo anstößt, aber wenn es genug Liebe bekommt, wenn es genug Wertschätzung erhält, wenn es genug Reibung erhält, an dem man sich messen kann und lernen kann, dann ist die Zukunft eine gute. Damit sich dieses junge Gehirn entwickelt, haben wir bei uns hier so ein Frontalhirn, hier dort vorne, das ist übrigens der jüngste Gehirnteil, der für die Regulation und für diese Interaktion zuständig ist.
der entwickelt sich erst im Laufe des Lebens und reift hier als letzter Teil aus. Die anderen haben schon die motorischen Teile, die Sprachteile, haben nicht die Notwendigkeit der Reifung, zwar die Notwendigkeit der Verschaltung und des Lernens des Gehirns. Aber die Steuerung ist das, was im Laufe des Lebens reifen muss noch. Und wo wir nachgewiesen haben, in der Zwischenzeit auch per Forschung nachgewiesen haben, dass dieser Teil auch sich größenmäßig, vor allen Dingen in der Relation zum restlichen Hirnteil, deutlich entwickeln muss und initiiert werden muss. Und der initiiert sich durch die Auseinandersetzung, dadurch, dass ich lerne als Kind mich entscheiden, auch mal abzuwarten. Können Sie auch sich den Marshmallow-Test anschauen, der einfach deutlich macht, wie Kinder lernen, sich selbst zu steuern. Eine wunderbare Geschichte, sich das anzuschauen. Es macht großen Spaß. Das können Sie an Ihren eigenen Kindern auch sehen.